der Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der es ausprobiert und ziemlich schnell kapiert. Der die Welt bereist und ganz schön Mut beweist. Das ist Julian, check der Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der gerne schlemmt und auch mal verpennt. Der fast immer lacht und auch gern mal Unsinn macht. Das ist Julian, check der Julian, check der Julian. Hey Leute, willkommen in meiner Werkstatt. Ich arbeite gerade an einer wichtigen Erfindung, wie schon so viele vor mir. Schaut mal, was die so alles Cooles erfunden haben. Zum Beispiel diese tollen Putzhausschuhe. Oder auch eine meiner liebsten Erfindungen, die mobile Klorolle. Und was ich heute so erfinde, das seht ihr in der Sendung. Und ob es klappt, das seht ihr auch. Denn heute geht's, klar, um Erfinder. Fast alles, was wir benutzen, hat mal irgendwer erfunden. Fahrräder zum Beispiel, Autos und auch die Straßen, auf denen wir fahren. Nee, den Schlaf hat niemand erfunden. Aber das Buch auf meinem Kopf, das Fotohandy und das Internet. Oder eben auch den Klopapierhut von vorhin. Hey, Tür zu! An manchen Erfindungen, wie dem elektrischen Licht, arbeiten Forscher jahrelang. Und manche Erfindungen gibt es bis jetzt nur im Film. Zum Beispiel die Zeitmaschine. Ich probiere heute ein paar verrückte Erfindungen aus und ich erfinde auch selbst was. Schon mal ein kleiner Tipp, es hat was mit meinem Lieblingshobby zu tun, Schlafen. Außerdem checke ich, welche Erfindungen in der Menschheitsgeschichte unser Leben verändert haben. Und ich treffe Jungerfinder Silas. Er hat eine Spezialbrille entwickelt, die ihm und vielen anderen den Alltag erleichtert. Also, los geht's! Hier kommt der Erfinderinnen- und Erfinder-Check. Und jetzt die Checker-Fragen. Und zwar mit Hilfe meiner neuesten Erfindung, dem Checker-Fragomat. Jawoll, super. Wie wird man Erfinderin oder Erfinder? Was ist ein Patent? Und welche Erfindungen haben die Welt verändert? Das check ich für euch. Los geht's in Berlin. Hier treffe ich Jordan. Er ist Erfinder und hilft auch anderen Erfindern bei ihren Ideen. Der kann mir bestimmt meine erste Checker-Frage beantworten. Wie wird man Erfinderin oder Erfinder? Hi John. Hallo, grüß dich. Hallo. Oh, ich freue mich, weil das ist ja ein super cooler Laden. Was ist denn das für ein Laden hier? Das ist ein Erfinderladen. Wir verhelfen den Erfindern, die Ideen zu realisieren und hier testen wir diese Erfindungen und dann schlussendlich auch verkaufen wir die. Okay. Sag mal, wie wird man denn eigentlich Erfinder? Erfinder ist an sich jeder. Also jeder Mensch hat Ideen. Nur die Frage ist, mache ich jetzt was aus den Ideen oder nicht? Und du bist auch Erfinder? Du siehst auf jeden Fall so aus. Ich bin auch Erfinder, aber meine Erfindungen gehen eher in Richtung lustige Sachen, Gadgets, Geschenke. Die meisten Erfindungen in Jordans Laden sind wirklich nicht ganz ernst gemeint. Was ist das denn? Das ist ein ganz normaler Ordner. Da ist ein Kissen drin. Super praktisch, wenn man im Unterricht mal müde wird. Und hier die vielleicht weltweit erste Rittermütze. Funktioniert im Winter und im Karneval. Jordan ist eigentlich Computerspezialist, aber weil er sich so gerne verrückte Sachen ausdenkt, ist er Erfinder geworden. Ihr merkt schon, Erfinderin oder Erfinder ist kein typischer Beruf wie zum Beispiel Lehrerin oder Lehrer oder Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann. Etwas erfinden können alle, die eine gute Idee haben. Damit er oder sie die Idee gut umsetzen kann, braucht man aber trotzdem oft Vorwissen oder ein Studium. Stellt euch mal vor, jemand möchte einen Hundegassi-Roboter erfinden. Da wäre es gut, wenn jemand dabei ist, der sich gut mit Hunden auskennt. Und jemand anderes weiß was über Technik. Alle zusammen bilden sie dann ein Erfinderteam. Solche Teams gibt es vor allem in großen Firmen. Und die erfinden dann eben zum Beispiel den perfekten Hundegassi-Roboter. Naja, fast. Jeder, der Ideen hat, kann Erfinderin oder Erfinder werden. Bei der Umsetzung helfen Vorwissen und Teamarbeit. Gecheckt. Weiter geht's mit einer von Jordans Erfindungen. Das ist ein Duellpuzzle für zwei Spieler, wo man gegeneinander spielt und wer schneller ist, hat dann gewonnen. Das Puzzle probieren wir gleich mal aus. Ob ich gegen den Erfinder des Spiels eine Chance habe?
Ah, geschafft! Gratulation, super gemacht, ja? Danke. Aber das ist doch ein Spiel, es ist auch eine Erfindung. Ja, weil Spiele kann man auch erfinden. Ach so. Man muss die Idee haben. Aha. Und aus der Idee, sage ich mal, macht man einen Prototyp. Ein Prototyp, was denn ist das? Das ist an sich so ein Probemuster, das erste, aha, wo man wirklich das ausprobieren kann, mit Freunden testet, aha, ob das gut ankommt, vielleicht was verbessert. Aha. Und dann schlussendlich hat man dann ein Spiel, was man dann gern spielt. Und ich mache jetzt das Ganze nicht aus Kunststoff oder Plastik, aha, weil das wäre teuer, sondern vielleicht mache ich es aus Papier, Pappe. Das heißt, man muss zuerst mal testen, ob dieser Prototyp, also dieses erste Modell, funktioniert. Und dann kann man schauen, ob man die Erfindung so fertig macht. Genau. Na dann, ran an meinen ersten Prototyp. Ich will auch was erfinden. Und ich habe auch schon eine Idee. Ich habe ständig Hunger. Aber manchmal ist nichts zu essen da. Und dann werde ich super müde und muss sofort pennen. Sogar während der Arbeit passiert mir das. Meine Kollegen finden das natürlich nicht so toll. Und ich ja auch nicht, weil meistens ist das sau unbequem. Ich bräuchte deshalb eine Art Bett für unterwegs. Ha! Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie könntest du dir so eine Erfindung vorstellen? Ja? Ich habe tatsächlich mal ein Video gesehen von einer Frau, die hatte eine Matratze sich so an den Rücken gebunden. Und zwar war die Matratze in Form von ihrem Körper. Das heißt, die konnte überall damit hin, konnte sich auch überall hinlegen. Mhm. Aber das war eigentlich nicht so praktisch. Vielleicht könnte man ja irgendwie die Idee nehmen und sie aber viel besser machen. So eine Art Rucksack, der so funktioniert wie eine Matratze zu Hause. Das wäre gut. Also ich glaube, es ist am besten, wir tun jetzt einfach ein Prototyp bauen. Ja, cool. Für meinen Matratzenrucksack nehmen wir eine leichte Schaumstoffmatratze. Du kriegst jetzt auch einen weißen Mantel. Ha, jetzt sehe ich doch richtig aus wie ein Erfinder, ne? Genau. Ich leg mich mal auf die Matratze. Das ist wichtig. Mantel davon zu machen. Okay, so ist die Matratze zwar schon bequem, aber zum Rumtragen noch zu groß. Nächste Idee, wir passen sie an meinen Körper an. Jawohl. Fertig. Schau mal. Na, passt perfekt, oder? Ja, schaut wie du aus, Junge. Ja, ne? So, jetzt müssen wir es nur noch am Rücken befestigen. So. Schaut mal. Schon ganz gut. Mein zweites Ich hier auf dem Rücken. Ja, schaut gut aus. Okay, das schlackert jetzt alles hier rum und das muss verstaut werden. Genau. Deshalb verknoten wir das Ganze jetzt zu so einer Art Matratzenbrezel. Und wozu wir die Schnur brauchen, seht ihr jetzt. Ja. Perfekt. Also wenn ich das jetzt aufmache, ist es wie beim Fallschirm. Das Ding öffnet sich und ich kann mich auf den Boden legen. Es ist noch immer ein Prototyp, aber ich glaube, es wird funktionieren. Okay. Lass uns mal probieren. In 3, 2, 1. Es funktioniert! Cool! Das ist richtig gemütlich. Es hat schon zu gewissen Grade wirklich schon gut funktioniert. Aber was mache ich eigentlich, wenn ich das Ding jetzt draußen ausprobiere und andere Leute sehen die Idee und wollen die dann irgendwie nachmachen? Du musst es patentieren. Das hat bestimmt was mit meiner nächsten Checkerfrage zu tun. Was ist ein Patent? Patentieren heißt es, diese Idee bei Patentamt einreichen. Aha. Und dann bekommst du eine Urkunde, dass die Idee dir gehört. So eine Urkunde heißt Patent. Nehmen wir mal an, Frau Tüftling erfindet eine Maschine, die aus Eiswürfeln Vanilleeis herstellt. Boah, wäre das genial! Ihre Kollegin Frau Klepto findet die Idee auch super und will sie einfach klauen. Und dann würde nicht Frau Tüftling, sondern Frau Klepto damit Geld verdienen. Das wäre nicht okay. Deshalb geht Frau Tüftling zum Patentamt. Dort findet ein Prüfer oder eine Prüferin heraus, ob es die Spezialeismaschine schon gibt oder ob schon mal jemand was Ähnliches erfunden hat. Denn nur, wenn die Erfindung wirklich neu und erfinderisch ist, bekommt Frau Tüftling das Patent. Also eine Bescheinigung, wem die Erfindung gehört und wer sie als einzige Person bauen und verkaufen darf. Und zwar maximal für 20 Jahre. Das Nachbauen ist in dieser Zeit streng verboten. Da hat Frau Klepto Pech gehabt. Hey Jordan, vielen Dank, dass du mit mir daran gearbeitet hast. War mir Freude.
Ein Patent ist eine Urkunde, die eine Erfindung schützt. Sie bedeutet, Idee klauen oder nachmachen verboten. Gecheckt. Ach, jetzt erstmal eine schöne Tasse Tee. Teebeutel rein und fertig. Schon eine gute Erfindung, so ein Teebeutel, oder? Aber wusstet ihr eigentlich, dass der Teebeutel gar nicht wirklich erfunden wurde, sondern durch Zufall entstanden ist? Vor gut 100 Jahren hat nämlich ein Teehändler seinen Kunden immer wieder kleine Kostproben von seinen neuesten Teesorten geschickt. Den Tee hat er dafür in einen kleinen Stoffbeutel gefüllt. Die Kunden haben ihre Teepost dann erhalten. Vielen Dank. Und dachten, dass der Stoffbeutel gar nicht die Verpackung ist, sondern eben die neueste Erfindung des Teehändlers. Das heißt, die haben den Tee da drin gelassen, haben ihn aufgebrüht, wie ich gerade, und schon war der Teebeutel erfunden. Voll gut, oder? Oh, es ist heiß. Oh, kann ich mal schnell was zum Kühlen haben? Oh, danke, perfekt. Ah, mein Kühlbecher. Wusstet ihr eigentlich, dass das Eis am Stiel auch eine Zufallserfindung war? Im Jahr 1905, also schon vor mehr als 100 Jahren, hat ein kleiner Junge seine Limo mitsamt Löffel auf der Veranda stehen lassen. Und weil es nachts so kalt war, ist es gefroren. Und so wurde das Eis am Stiel erfunden. Eine super wichtige Zufallserfindung machte der Arzt Alexander Fleming vor fast 100 Jahren. In seinem Labor vergaß er ein Versuchsschälchen. In dem fing es an zu schimmeln. Fleming fand raus, dass etwas in dem Schimmel gefährliche Bakterien abtötet. Er machte ein Medikament daraus und nannte es Penicillin. Das hilft bis heute bei vielen Krankheiten. Ich schraube gerade noch an einer mega coolen Erfindung, die zeige ich euch gleich. Aber jetzt erstmal eine Frage an euch. Ich will von euch wissen, was hat Alfred Nobel erfunden? A. Das Rad, B. Das Dynamit oder C. Die Dampfmaschine? Schaut mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Jetzt schaue ich mir Erfindungen an, die für die Menschheitsgeschichte super wichtig waren. Ein paar davon stehen hier, im Verkehrszentrum des Deutschen Museums in München. Und das hier ist Helmut. Er ist Historiker und kennt sich sehr gut mit der Geschichte wichtiger Erfindungen aus. Und ihn frage ich jetzt auch meine nächste Checker-Frage. Welche Erfindungen haben die Welt verändert? Hier sind schon mal Kutschen und Autos. Bedeutet das, dass das die wichtigsten Erfindungen waren, wenn du hier stehst? Ja, das Auto gehört sicherlich zu den allerwichtigsten Erfindungen der Menschheitsgeschichte. Aber wir haben natürlich wichtige andere Erfindungen, die heute unser Leben bestimmen. Das ist der Computer, ist das Internet, ist das Fernsehen. Wenn wir weiter zurückgehen, der Pflug, der überhaupt erst ermöglicht hat, dass wir Landwirtschaft betreiben konnten. Es ist die Uhr, dass wir die Zeit messen konnten. Und es ist die Schrift. Das waren wichtige Erfindungen der Menschheitsgeschichte. Aber das sind jetzt so viele Erfindungen. Gibt es nicht irgendeine Kernerfindung? Ja, da sind wir wieder hier. Und das ist das Rad. Das Rad ist vor etwa 5000 Jahren erfunden worden. Das gab es nicht immer. Ja? Die Menschen leben schon viel, viel länger. Aber dann haben sie das Rad erfunden, um Lasten zu transportieren, um sich das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Das Rad haben wahrscheinlich die Steinzeitmenschen erfunden. Und das auch ein wenig aus Zufall. Wow! Sie bemerkten, dass sie Dinge viel leichter und schneller transportieren konnten, wenn sie rollten. Über die Jahrtausende wurden die Räder dann immer leichter und stabiler. Irgendwann verwendeten die Menschen Stahl statt Holz. Und noch viel später dann Gummischläuche, in die Luft reingepustet wurde. Dieser Reifen war leicht und federte Stöße und Unebenheiten super ab. Der moderne Reifen, wie wir ihn heute kennen, war erfunden. So haben die Menschen eine genial einfache Idee über die Jahrtausende immer weiterentwickelt und perfektioniert. Heute können wir uns eine Welt ohne Räder nicht mehr vorstellen. Ohne sie gäbe es keine Autos, keine Motorräder, keine Rollschuhe und klar, auch keine Fahrräder. Die Erfindung, die wir uns jetzt anschauen, ist ähnlich bedeutsam wie das Rad. Sieht aber komplizierter aus. Wozu die Rohre wohl gut sind? Ja, Julian, jetzt kommen wir zu einer weiteren revolutionären Erfindung, die unsere ganze Welt verändert hat. Das ist eine Dampfmaschine. Aber wo ist denn da der Dampf? Den musst du vorstellen, dass der hier in diesem Dampfkessel erzeugt wird. Da wird ganz normales Feuer gemacht, hier, ja. Und dann über dieses Feuer wird Wasser erhitzt. Und daraus resultiert Dampf. Und dieser Dampf treibt dann diese Maschine an. Dampf hat super viel Kraft, wenn er unter Druck kommt. Und diese Kraft nutzt die Dampfmaschine. In einem Kessel wird Wasser zum Kochen gebracht.
Es entsteht Dampf. Und dem ist im Kessel viel zu eng. Der einzige Weg nach draußen führt durch ein Rohr zu einem Zylinder. In den strömt der Dampf abwechselnd von oben und von unten und bewegt so einen Kolben hoch und runter. Und der treibt ein Rad an. Dampf als Antrieb. Bald schon fuhren Schiffe und auch die ersten Lokomotiven mit Dampf. So konnten die Menschen Waren und Personen viel schneller transportieren als zuvor. In großen Fabriken trieben Dampfmaschinen noch größere Maschinen an. Auf einmal konnte man größere und mehr Dinge in viel kürzerer Zeit bauen und brauchte dafür weniger Arbeiter. Das Grundprinzip dieses Antriebs war auch Vorbild für viele weitere wichtige Erfindungen, wie zum Beispiel für das Auto oder das Flugzeug. Zu den wichtigsten Erfindungen der Menschheit gehören unter anderem das Rad und die Dampfmaschine. Gecheckt! Manche großen Erfindungen haben leider nicht nur gute Seiten. Zum Beispiel der Sprengstoff Dynamit. Wow! Er hat einigen Menschen geholfen, zum Beispiel denen, die unter der Erde in einem Bergwerk gearbeitet haben. Früher mussten die nämlich mit Spitzhacken und purer Muskelkraft die Erde da unten wegbuddeln. Ganz schön mühsam. Und mit dem Dynamit konnte man einen Teil der Erde einfach wegsprengen. Der Sprengstoff wurde aber nicht nur im Bergbau verwendet, sondern leider auch im Krieg. Das fand der Erfinder des Dynamits gar nicht gut. Er hier, Alfred Nobel. Das Dynamit hat ihn zwar steinreich gemacht, aber er wollte natürlich nicht, dass durch seine Erfindung den Menschen Schaden zugefügt wird. Deshalb hat er vor seinem Tod festgelegt, dass diejenigen einen Teil seines Vermögens bekommen, die den Menschen im vorherigen Jahr am meisten Nutzen gebracht haben. Und jetzt wird jedes Jahr an seinem Todestag der Nobelpreis verliehen. Und zwar an engagierte Menschen und wichtige Erfinder. So zum Beispiel in den vergangenen Jahren an drei Physiker, die ein Gerät entwickelten, das Schwingungen im All misst. Damit wollen sie unter anderem herausfinden, wie unsere Erde entstanden ist. Wahnsinn, oder? Ich treffe jetzt in Hamburg jemanden, der vielleicht eines Tages auch mal einen Nobelpreis bekommt. Wer weiß? Nachwuchserfinder Silas, samt Eltern und Kater Smokey. Silas ist 12 und nicht nur ziemlich schlau, sondern auch richtig sportlich. Guck mal. Wow. Hey, warte mal, Silas. Ich bin ja eigentlich wegen deiner Erfindung gekommen. Du hast ja was erfunden, was dir im Alltag helfen kann, weil du so eine Sehschwäche hast. Ja. Erzähl doch mal davon. Also, ich habe eine Farbensehschwäche und das heißt, dass ich Rot und Grün nicht so gut voneinander unterscheiden kann und dass die beiden Farben auch manchmal grau sind. Ach, im Ernst? Also, wenn du zum Beispiel jetzt an der Ampel stehst, dann kannst du Rot und Grün nicht so gut unterscheiden? Nein. Und wie ist das für dich so? Ja, ist halt nervig. Ja. Rot und Grün sehen für Silas also fast gleich aus. Und allgemein kann er Farben nur schwer unterscheiden. Wie schwierig das für ihn ist, zeigt er mir an einem Farbenspektrum. Ich mal ihm mal alle möglichen Farben auf und er muss sie erkennen. Okay. Checker, Farbtestpalette ist fertig. Jetzt bin ich mal gespannt, was du so siehst bei den Farben. Das ist jetzt orange. Mhm. Das ist rot. Keine Ahnung. Was siehst du da jetzt? Irgendein Farbenmischmasch. Grün, blau, hellblau, auch wieder grün, so wie das da. Okay. Blau, braun, gelb, braun, rot, orange und blau. Habt ihr es gemerkt? Einige Farben sieht Silas ganz anders. Er kommt zwar trotzdem gut durch den Alltag, aber ab und zu ist so eine Farbsehschwäche trotzdem nervig. Im Garten zum Beispiel kann er reife rote Tomaten nicht von unreifen grünen unterscheiden. Und an der Ampel weiß er nicht, ob es rot oder grün ist, sondern muss sich an der Reihenfolge der Lichter orientieren. Und in manchen Städten haben die U-Bahn-Linien keine Nummern, sondern Farben. Wie soll Silas wissen, welche er nehmen soll? Für solche Alltagssituationen hat Silas etwas erfunden. Eine Farben-Richtig-Sehbrille. Das ist die Erfindung? Ja. Ey Leute, das müsst ihr mal ausprobieren. Ganz schön bunt, oder? Ey, Silas, jetzt musst du mir mal erklären, wie das funktioniert. Also, beide Farben helfen mir, die Rot und Grün zu unterscheiden. Jetzt sehe ich, dass das eine andere Farbe ist als das. Und aber siehst du jetzt, welche Farbe das ist? Ja, das ist so ein Rot-ähnlich, nur sehr hell. Und das hier ist so eine Art Mischmasch aus Grün und Blau. Ja, genau, so türkis.
Farben, die für Silas ohne Brille gleich aussahen, kann er jetzt unterscheiden und benennen. Aber wie ist er da drauf gekommen? Ich hatte halt solche Farbfilter und ich habe mir die halt so vor die Augen gehalten und gemerkt, dass sich Farben, dass die Farben sich natürlich verändern. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass sich zwei ziemlich gleich aussehende Farben voneinander abgehoben haben. Und wie bist du darauf gekommen, dass es zwei verschiedene Farben sein müssen? Also ich habe dann mir solche Folien hier gekauft und sie dann halt über die Farben gelegt. Dann habe ich halt immer ganz viele Folien hier genommen, auch so eine. Und die besten waren hier gelb und rosa. Schaut mal, was die Folien mit den Farben machen. Wenn ich die rote Folie über die roten und blauen Farben schiebe, passiert was. Die roten Farbtöne sieht man kaum noch. Die blauen Farbtöne schon. Man sagt dazu auch, die Farben bekommen mehr oder weniger Kontrast. Und damit kann sie Silas besser unterscheiden. Ähnlich gut funktioniert das für ihn auch mit der gelben Folie. Deswegen hat er beide in seine Brille verbaut. Das erste Modell von Silas, also der Prototyp, sah noch so aus. Danach hat er die Brille weiterentwickelt und ein Optiker hat sie gebaut. Seine Idee hat Silas sich natürlich beim Patentamt schützen lassen. Das neueste Modell kann man sogar kaufen. Mensch, Silas, das ist ja echt eine richtig coole Erfindung. Sag mal, trägst du die Brille eigentlich auch im Alltag? Ja, also nicht den ganzen Tag, aber wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich heute in der Schule Kunst habe, dann setze ich die halt auf. Echt eine tolle Erfindung und hilft vielleicht schon bald vielen Menschen auf der Welt, die auch eine Farbsehschwäche haben. Zum Schluss habe ich noch eine Überraschung für Silas. So, fertig. So, Silas, ich habe mir gedacht, jeder Erfinder braucht eine richtig coole Tüftlerbrille. Und ich habe dir eine gebastelt mit eingebauter Silas'scher Grün-Rot-Funktion. Probier die mal. Dankeschön. Sieht stark aus. Silas, ich habe das Gefühl, du wirst richtig viele gute Ideen mit der Brille haben. Ja. Ja, aber vielen Dank, dass du mir alles gezeigt hast und ich wünsche dir noch viel Erfolg bei deinen neuen Erfindungen. Dankeschön. Boah, Leute, ich glaube, das war die falsche Schraube. Jetzt erstmal die Antwort auf die Mitmachfrage. Puh. Ich wollte von euch wissen, was hat Alfred Nobel erfunden? A. Das Rad, B. Das Dynamit oder C. Die Dampfmaschine? Na, habt ihr die Antwort in der Sendung entdeckt? Guckt mal! Das fand der Erfinder des Dynamits gar nicht gut. Er hier, Alfred Nobel. Richtig ist also Antwort B. Alfred Nobel hat das Dynamit erfunden. Außerdem ist er Namensgeber und Stifter des weltbekannten Nobelpreises. So Leute, wisst ihr noch, meine Erfindung vom Anfang, der Matratzenrucksack, den teste ich jetzt im harten Alltag. Funktioniert großartig. Boah, bin ich voll. Jetzt erstmal ein Nickerchen. Ah. Herrlich. Ihr könnt ja so lange was erfinden. Und ich mach's mir gemütlich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ziemlich schnell kapiert, der die Welt bereist und ganz schön Mut beweist. Das ist Julian, Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der gerne schlemmt und auch mal verpennt, der fast immer lacht und auch gern mal Unsinn macht. Das ist Julian, Checker Julian.